Bei Prüfungen von der Künstlersozialkasse gibt es einige wirklich gefährliche Stolperfallen. Vor allem Webdesigner sind davon relativ häufig betroffen. Wovon ich genau spreche und wie du diese Fallen vermeidest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und die Künstlersozialkasse ist erstmal eine tolle Sache. Da sage ich gar nichts dagegen. Wenn du Mitglied der Künstlersozialkasse bist, musst du dein zukünftiges Einkommen einmal im Jahr schätzen. Im Dezember musst du angeben, wie viel Umsatz und wie viel Ausgaben du ungefähr im nächsten Jahr planst und daraus ergibt sich dann dein Einkommen. Also den geplanten Gewinn, den du im nächsten Jahr machen möchtest. Und dieser geplante Gewinn ist dann die Berechnungsgrundlage für deine Sozialversicherung. Das Ganze solltest du natürlich so akkurat und korrekt wie möglich machen. Erstens ist deine soziale Absicherung und wenn du da sparst, weil du zu wenig Einkommen angibst, dann bescheißt du dich am Ende selbst. Und die Künstlersozialkasse prüft das natürlich. Also jedes Jahr entnimmt die Künstlersozialkasse eine Stichprobe und fragt dann danach den tatsächlichen Umsätzen und den Einkommen der Mitglieder. Und wenn da rauskommen sollte, dass du systematisch dein Einkommen zu niedrig angesetzt hast, dann gibt es Bußgelder von bis zu 5.000 Euro. Bei diesen Stichprobenprüfungen kann aber noch was viel Schlimmeres passieren, und zwar, dass du vollständig aus der Künstlersozialkasse fliegst. Das betrifft einige Berufsgruppen, zum Beispiel auch Webdesigner, wo das regelmäßig passiert. Wenn diese Künstlersozialkasse in dieser Stichprobe nämlich feststellt, dass du gar nicht, künstlerisch genug bist, kann das sein, dass du aus der Künstlersozialkasse fliegst und rückwirkend dann noch für ein Jahr oder mehrere Jahre Krankenversicherungsbeiträge zahlen musst. Und das große Problem, was sich dabei ergibt, ist, was ist eigentlich Kunst? Das ist natürlich eine wahnsinnig philosophische Frage, aber die Künstlersozialkasse beruht sich auf das Künstlersozialversicherungsgesetz, was es gibt, und da ist geregelt, Künstler ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Und das Bundessozialgericht sagt in Bezug auf Webdesigner, in Anwendung dieser Grundsätze sind Webdesigner als Künstler im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes anzuerkennen, weil ihre Tätigkeit insbesondere der des Grafikdesigners, Fotodesigners oder Layouters vergleichbar ist. Webdesigner gestalten Bildschirmseiten unter ästhetischen und funktionalen Gesichtspunkten, und zwar hauptsächlich für Internet- und Intranet-Auftritte. Das heißt, es besteht grundsätzlich Einigkeit darüber, dass die ästhetische Arbeit eines Webdesigners künstlerisch ist und du damit in der Künstlersozialkasse richtig aufgehoben bist. In der Praxis ergeben sich daraus aber so ein paar Probleme, und zwar der Beruf eines Webdesigners und auch bei ein paar anderen Berufsgruppen ist einfach nicht so statisch, wie das Gesetz das vorschreibt. Denn wenn du als Webdesigner arbeitest, dann gestaltest du diese Webseite vielleicht, aber anschließend übernimmst du auch die Updates und die Wartung und das Backup und technische Änderungen an dieser Webseite, übernimmst vielleicht SEO-Dienstleistungen und so weiter. Du wanderst immer mehr weg von dieser ästhetischen Arbeit hin zu einer administrativen Verwaltung. Und die administrative Verwaltung von Webseiten ist ganz eindeutig nicht künstlerisch. Und mit dieser administrativen Tätigkeit bist du auch per Definition eigentlich falsch in der Künstlersozialkasse. Die meisten Webdesigner machen aber irgendwie beides. Und das ist ein ganz schleichender Prozess und auch abhängig von den Kundenanfragen, was du jetzt gerade mehr machst. Und dann bist du zwar in der Künstlersozialkasse versichert, aber nach der Definition der Künstlersozialkasse eigentlich gar kein Künstler mehr. Wenn dein Tätigkeitsschwerpunkt nicht mehr künstlerisch ist, dann hast du auch kein Recht mehr, in der Künstlersozialkasse versichert zu sein. Und sowas fällt häufig erst in so einer Stichprobenprüfung auf und das kann dann dazu führen, dass du dann aus der Künstlersozialkasse fliegst. Das bedeutet rein praktisch, dass du für ein oder mehrere Jahre in der Vergangenheit noch Krankenversicherungsbeiträge nachzahlen musst, was häufig in die Tausende oder Zehntausender geht. Wenn du also Post von der Künstlersozialkasse bekommst und die KSK Nachweise über das tatsächliche Arbeitseinkommen für die Vorjahre haben möchte, dann solltest du das ganze Thema unbedingt auf dem Schirm haben. Und wenn sich tatsächlich dein Tätigkeitsschwerpunkt weg von der rein ästhetischen Arbeit hin zu einer mehr administrativeren Arbeit bewegt hat, dann solltest du idealerweise möglichst schnell mit einem spezialisierten Anwalt dazu sprechen, bevor du da Angaben machst und dann anschließend Probleme hast mit deiner Versicherung in der KSK. Neben diesen sozialversicherungsrechtlichen Problemen gibt es übrigens noch ein anderes steuerrechtliches Thema, und zwar die Abgrenzung zwischen Freiberuflichkeit und Gewerbebetrieb. Auch dieses Problem hast du eventuell, wenn sich dein Tätigkeitsschwerpunkt wegbewegt von der rein gestaltenden Tätigkeit, weil du dann unter Umständen nicht mehr nur freiberuflich bist, sondern auch gewerblich tätig. Über dieses ganze Thema habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts, also schau da gerne einmal vorbei. Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Thema KSK oder Freiberuflichkeit oder Gewerbebetrieb, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen.
Wenn du dir jetzt denkst, dass du bei all diesen ganzen Themen gern einen kompetenten Steuerberater an deiner Seite hättest, dann schau dir doch mal unser Angebot an. Wir sind nämlich spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und haben auch einige Mandanten, die in der KSK sind. Wir kennen uns mit dieser ganzen Thematik also gut aus. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Schau aber auch gern unsere weiteren Videos auf diesem Kanal erstmal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.